Nach der Niederlage gegen Fortuna Köln haben wir gedacht, es ist eine ereignislose Woche, die da auf uns zukommt. Und dabei wurde es eine, wie sagt Arndt Zeigler mal so schön, eine pickepackevolle Woche mit jede Menge Infos und allem, was dazugehört. Tag zusammen und entschuldigt bitte, aber wie ihr vielleicht seht und hört, bin ich ein wenig angeschlagen. Ich hoffe dennoch, dass ich euch hier ein paar Informationen noch vermitteln kann, falls es Leute gibt, die es noch nicht wissen oder noch nicht gelesen haben, was sich so rund um den Tivoli getan hat. Hier kommt es nochmal dann exklusiv für euch. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Nach der Niederlage gegen Fortuna Köln, wo die Mannschaft ja nun wirklich äußerst bescheiden gespielt hat, habe ich das ja auch noch mit meiner Meinung ja kundgetan, die ihr vielleicht ja gehört habt und gesehen habt. Ihr habt auch jede Menge Meinung dazu gehabt, warum, weshalb, wieso das Ganze so gewesen ist. Jedenfalls dachten wir, jetzt haben wir eine ziemlich ruhige Woche vor uns, denn das kommende Wochenende, also das jetzige Wochenende, ist ja spielfrei. Und ehe wir auf das nächste Spiel wieder drauf zurückkommen, das ist dann erst nächste Woche und da müssen wir nach Borussia Mönchengladbach 2 zu den Kleinfohlen, zum Tabellenzweiten und da hoffen wir natürlich, dass unsere Mannschaft ein bisschen anders auftritt. Zumindest diejenigen, die dann sich hier noch einen Vertrag erwerben wollen, eine Vertragslänge erwerben wollen, hoffen wir natürlich, dass die sich jetzt mal langsam ein Bein ausreißen. Die Woche fing aber schon beschissen an, denn bei Fortuna Köln hat es ja schon gezeigt, Elsamed Ramay hatte sich ja dort verletzt und am Montag folgte dann die, ja, für ihn Hiobsbotschaft. Er hat sich sehr schwer verletzt, fällt mehrere Monate lang aus, mit einem Muskelabriss mit Sehnenbeteiligung, so heißt es schön. Sein Vertragsstatus ist momentan ja auch noch ungeklärt. Ich würde mal Kess sagen, die Chancen, dass er dann doch am Aachener Tivoli bleibt, ist damit für uns glücklicherweise etwas gestiegen. Weil wenn er Verhandlungen war mit irgendwelchen anderen guten Vereinen oder einem Drittligisten, weiß ich nicht, ob die sich ihm dann jetzt doch holen werden, wenn nicht absehbar ist, wann er wieder fit sein wird. Aber das müssen wir abwarten. Ich bin kein Mediziner, aber mehrmonatig, das heißt natürlich schon sehr lange. Wir können Elli nur alles Gute wünschen, dass er schnell wieder auf die Füße kommt und auch schnell wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann dann. Wo auch immer, sei es hier, sei es bei einem anderen Verein. Das sollten wir ihm dennoch wünschen. Wie es dann der Zufall wollte, hat sich dann ausgerechnet heute auch noch Pepin Schlösser ebenfalls schwer verletzt, Innenbandabriss am Knie. Auch für ihn das Saison aus und auch sein Vertragsstatus war ja bis dato unbekannt gewesen. Und da konnte man gerade eben frisch noch in Aachener Zeitung lesen, dass er wohl Anfang der Woche von der Alemannia-Führung mitgeteilt bekommen hat, dass sein auslaufender Vertrag hier im Tivoli nicht verlängert wird. Ja, auch mit Pep ist natürlich, wie es die Zeitung auch schön beschrieben hat, ein Missverständnis gewesen. Mit viel Hoffnung kam er nach hier, auch wir haben uns ja sehr viel von ihm versprochen. Aber er ist ja nur schon wenige Tage, nachdem er hier war, sehr schwer verletzt und fiel dann auch ja, monatelang ebenfalls aus. Dann kam er wieder zurück, hat sich wieder rangekämpft und hat dann doch nicht so die Einsatzzeiten bekommen. Insgesamt 26 Minuten hat er mal gespielt für die Alemannia, viel zu wenig. Und jetzt diese schwere Verletzung auch noch hinterher. Maximal unglücklich, was da für ihn gelaufen ist. Und sein Vertrag endet dann hier am Tivoli. Und da kann man auch Pep nur wünschen, dass er einen neuen Verein findet, wo er dann zu seiner alten Stärke wieder zurückfindet und dann hoffentlich auch dann verletzungsfrei bleibt. Nach den Vertragsverlängerungen von Marcel John, unserer Nummer 1, und auch von Franco Uzelak, unserem Abwehrchef, gab es ja dann auch weitere Verlängerungen. Julian Schwermann hat seinen Vertrag am Tivoli verlängert. Und kurze Zeit hinterher kam dann auf Frederik Baum, unser Freddy Baum, der ebenfalls seinen Vertrag verlängert hat. Und das heißt, da geht es auch weiter vorwärts. Die Leute wollen den Weg mitgehen zu uns in die dritte Liga, hoffentlich. Der Angriff ist ja geplant nächstes Jahr und diese Leute gehen den Weg mit. Sie haben das Angebot angenommen und dann wollen wir mal hoffen, dass dann auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Spieler ihre Verträge hier vielleicht verlängern werden. Zumindest auf jeden Fall die, die ein Angebot vorgelegt bekommen haben. Nichtsdestotrotz schaut die Alemannia natürlich auch nach externen Leuten um und da ging es ja auf einmal sehr fix in der Woche, dass Bastian Müller vom Wuppertaler SV an dem Tivoli zurückkehrt. Bastian Müller, 6 Jahre, also vor 6 Jahren war er hier gewesen, dann ist er zusammen mit
Peter Altenberg und Frederik Löhe damals ja vom Hof gejagt worden, kann man so sagen. Das waren, oder damals waren sie, als die Rebellen ausgemacht wurden, die sich gegen den damaligen Trainer Benbedek aufgelehnt hatten. Und unser damaliger Sportdirektor Alexander Klitzperrer hat die drei dann suspendiert und die hatten dann keine Zukunft mehr am Tivoli und haben dann auch ziemlich schnell hintereinander auch den Tivoli verlassen durch die quasi Hintertür. Jetzt ist er wieder da, man weiß nicht, was damals passiert ist. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich ihn natürlich in einem Interview mal danach befragen, was denn damals da so gelaufen ist. Weil das haben wir ja letztendlich auch nie erklärt bekommen oder zu hören bekommen, was da wirklich abgelaufen ist. Bastian Müller kommt zurück und mit ihm natürlich kommt dann auch eine kompakte Regionalliga-Erfahrung zurück. Von 2014 bis 2016 spielte er am Tivoli, bevor er dann, wie eben erwähnt, ja gehen musste. Er kam dann hier am Tivoli auf 45 Einsätzen und hatte 4 Tore erzielt, bevor er dann weitergewandert ist. Er ist dann in die Regionalliga Südwest gegangen, zu Waldhof Mannheim und dann über andere Stationen weiter, sodass er auf über 203 Regionalligaspiele kommt und dazu auch noch 7 Spiele in der dritten Liga absolviert hat. Mit Bastian Müller, das war natürlich ein Schnellschuss, den hatte man mal kurz in der Zeitung gelesen, dass man an ihn interessiert sei und schwuppdiwupp, schon war er verpflichtet. In der Zeitung stand auch, dass man an Nils Winter interessiert ist, an Sasa Strujic und an Sascha Marquet, auch alles Ex-Alemannen, die man wieder zurückholen möchte, die alle mal hier gespielt haben zu unterschiedlichen Zeiten, aber sich mittlerweile durch ihre neuen Vereine damals sich einen riesen Erfahrungsschatz haben zukommen lassen in der Anzahl der Spielen. Und wenn man nur mal auf die nackten Zahlen guckt, dann, wenn sie denn kommen sollen oder kommen würden, dann hätten wir wirklich sehr viele Regionalliga-Erfahrungen auf hohem Niveau. Fangen wir einfach mal mit Nils Winter an. Und bei Nils Winter ist ja auch kein Geheimnis, dass er schon längere Zeit wieder zurück am Tivoli kommen würde gerne. Hatte er ja zuletzt auch bei mir in der Kamera geäußert, ein bisschen nach dem Spiel, wo Rot-Weiß Oberhausen hier gespielt hat am Tivoli. Nach dem 3:1-Sieg ihn ja unten beim Spielabklatschen ja getroffen und ihn danach befragt. Wie lange hast du noch Vertrag in Oberhausen? Sommer. Sommer? Ja, da kommst du mal hier, ne? Hab ich halt schon. Und das sieht wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aus, dass er den Weg wahrscheinlich nach hier wieder zurückfinden wird. Von 2015 bis 2018 hat er hier am Tivoli gespielt, kam somit auf insgesamt 90 Spiele und hat 3 Tore erzielt. Insgesamt kommt er auf über 174 Spiele in der Regionalliga West. Er kommt auf 34 Spiele in der Regionalliga Südwest. Er kommt auf 57 Spiele in der Regionalliga Nord. Und ist bei Rot-Weiß Oberhausen eine absolute Kapazität, was sich auch in seinen Leistungsdaten widerspiegelt, wenn man sie mal von Saison zu Saison sich mal zu Gemüte führt. In der laufenden Saison kam er bei Oberhausen auf 22 Spiele, hatte 7 Treffer vorbereitet und 2 selber erzielt. Natürlich 1 gegen uns. Damals am ersten Spieltag genau war es. In der Saison davor kam er auf 30 Spiele für Rot-Weiß Oberhausen, hatte dort 4 Treffer und 9 Torvorlagen geliefert und in der Spielzeit 2020-2021 kam er auf 34 Begegnungen mit 8 Vorlagen zum Tor und hat dann auch 4 Treffer selber erzielt. Man sieht, da kommt jede Menge Erfahrung, wenn sie denn kommt, wovon ich aber mal sehr stark ausgehe und da können wir uns natürlich dann freuen. Das heißt, Nils Winter würde dann die rechte Verteidigerposition einnehmen. Dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Spieler, der ja in Frage kommt, den Sasa Strujic. Der würde dann die Linksverteidigerposition für sich in Anspruch nehmen, sofern er kommen würde. In Aachener Zeitung war zu lesen, dass er sehr wahrscheinlich kommen wird nach Aachen, dass da nicht mehr viel fehlt. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann der nächste Neuzugang sein, der hier vorgestellt wird, auch Sasa Strujic. Mit einer Vergangenheit hat ja auch in der Jugend hier gespielt, in der zweiten Mannschaft lange Zeit, hat es dann geschafft, den Sprung in den Profikader, damals in der dritten Liga. Hat er somit 16 Drittliga-Einsätze gehabt, ehe er dann den Verein verließ, Richtung TSV Steinbach-Hager. Und dort kam er auf über 236 Regionalliga-Spiele, Einsätze in der Regionalliga Südwest, was sehr beeindruckend ist. Plus 25 Einsätze in der Regionalliga West und 11 Einsätze in der Regionalliga Nord. Zudem hat er seinen Lebensmittelpunkt schon lange in Ürseln, das heißt, er wohnt sowieso nicht unweit vom Tivoli entfernt. Und mit ihm würde auch wieder jede Menge Erfahrung zu uns kommen. Er ist 31 Jahre, da sind schon wieder einige dabei zu sagen, ja, was wollen wir eigentlich mit diesen alten Säcken? Aber ja, diese alten Säcke, die haben genau die Erfahrung, die uns ja offensichtlich auch diese Saison an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Und letzte im Bunde, das ist dann der älteste Sack, der dann kommen würde, ist dann der Sascha Marquet von Fortuna Köln. Auch er mit Alemannia Vergangenheit. Er spielte von 2012 bis 2014 hier am Tivoli, ehe er dann weiterzog. Und man hat ihn ja nicht nur im Hinspiel gesehen, wo er gegen uns getroffen hat.
bei der 2-1-Heimniederlage gegen Fortuna Köln, sondern auch letzte Woche bei der 2-0-Niederlage. Hat er zwar nicht getroffen, aber er war brandgefährlich und zumindest unsere Spieler haben ihn da kaum in den Griff bekommen. Insgesamt hatte er 164 Einsätze in der Regionalliga Südwest beim TSV Steinbach-Haiger, 91 Spiele in der Regionalliga West sowie 67 Spiele in der alten Regionalliga West-Südwest damals wohl und 45 Spiele in der dritten Liga. Mit ihm kommt er natürlich dann auch jede Menge geballte Erfahrung zum Tivoli. Hier bei der Alemannia hatte er dann auch 62 Spiele absolviert und damals 11 Tore erzielt. Sollten diese drei Spieler kommen, dann kann man sozusagen hervorragend Alemannia, da habt ihr dann wirklich Erfahrung geholt, weil das ist genau diese Erfahrung, die wir brauchen werden, wenn wir diesen Weg in die dritte Liga machen wollen, wenn wir sie angreifen wollen dahin. Und da müssen wir nur mal die Saison gucken, da hat uns die Erfahrung anscheinend offensichtlich hier und da gefehlt. Zwar nicht in der Hinrunde, da sind wir auf einer schönen Euphoriewelle getragen worden, aber in der Rückrunde hat sich dann gezeigt, dass die Erfahrung dann da gefehlt hat, auf alle Fälle. Neue Leute kommen, alte Leute müssen gehen und da haben wir uns gewundert am Wochenanfang, dass dann auch unser Athletiktrainer Thorsten Völler gehen muss. Nach gut einem halben Jahr ist man der Meinung, es passt nicht mehr. Die Auffassung ist unterschiedlich zwischen ihm und unserem Trainer Helge Hohl. Und wenn man ja nach Fortuna Köln, nach dem Spiel, die Pressekonferenz verfolgt hat, dann hatte ja Helge Hohl ja dann auch Folgendes geäußert. Aus meiner Sicht hat uns heute ein wenig die mentale und körperliche Frische gefehlt. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Wir sind aktuell in einer Phase, wo wir ja viel lernen. Ich will nicht sagen, auch das eine oder andere ausprobieren. Wir hatten unter der Woche die Umstellung, dass wir zweimal auf Kunstrasen gehen mussten. Das habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass es eine ganz andere Belastung ist. Das heißt, ich glaube, dass wir die Jungs die Woche etwas zu hoch belastet haben, sodass die Frische nicht da war. Ich will jetzt nicht sagen, wenn wir etwas weniger trainiert hätten, dass das Spiel dann anders ausgegangen wäre, aber ich glaube, das hat man heute schon den Jungs angemerkt. Da hatte ich mich ja schon gefragt, was der Helge Hohl, also so schön es ist, dass er sich vor die Mannschaft stellt, aber wenn er da von fehlender Frische spricht und die Verantwortung auf seine Kappe nimmt, habe ich das nicht so ganz verstanden, was er da gemeint hat. Und wenn man jetzt natürlich sieht, Athletiktrainer Thorsten Völler muss gehen, dann macht das Ganze natürlich wiederum einen Sinn, denn offensichtlich hat ja unser Athletiktrainer den Schwerpunkt auf Rennekraft gesetzt, während unser Helge Hohl dann natürlich mehr das spielerische Element als Athletik vorausgesetzt hat. Da war die Auffassung dann unterschiedlich und so musste unser Athletiktrainer Thorsten Völler nach gut einem halben Jahr wieder gehen. Helge Hohl will das jetzt selbst erstmal machen bis Ende der Saison und dann soll entschieden werden, ob es einen neuen Athletiktrainer geben wird oder aber ob Helge Hohl das dann in seinem Training selber mit einbaut. Natürlich, wenn dann jemand so überraschend geht, das öffnet natürlich wieder die Büchse der Pandora. Da werden wilde Spekulationen ausgelöst und da kam dann alles mal wieder auf die Tapete, was das Repertoire an Gerüchte so beinhaltet. Da war dann davon die Rede, dass es zwischen Trainer Helge Hohl und der Mannschaft nicht stimmt. Da war die Rede davon, dass nicht mehr zwischen Sascha Elle und Helge Hohl stimmt, dass Helge Hohl entmachtet worden wäre als Sportdirektor und nur noch Trainer wäre. Da wurde kolportiert, dass mit Spielern es nicht mehr stimmen würde. Und ja, das Ganze uferte natürlich aus in eine schöne Gerüchte-Bröselei, wo dann Marcel Mobas, unser Aufsichtsratsvorsitzender, sich dann dazu berufen fühlte, das dann per Mail auf seiner Facebook-Seite dann mal klarzustellen, was denn Sache ist. Und natürlich, es knirscht hier und da, das war die Quintessenz, nachdem ja in der Hinrunde ja alles perfekt gelaufen ist für uns und wir eine grandiose Hinrunde gespielt haben, war die Rückrunde, wissen wir ja selber, alles andere als perfekt. Und dann knirscht und knarscht es natürlich, warum, weshalb, wieso es auf einmal nicht mehr läuft. Und dann sind wahrscheinlich auch die Meinungen unterschiedlich zwischen den Protagonisten. Jedenfalls so schlimm, wie es dann so manche darstellen, ist es nicht. Ganz normal, wäre auch irgendwo ein bisschen komisch, wenn jetzt, wie gesagt, nach dieser schlechten Rückrunde, wenn da alles tippitoppi wäre und man sich da gegenseitig auf die Schulter klopfen würde. Weil, das ist nicht so, es stimmt ja irgendwo was nicht und das muss nun korrigiert werden. Ja, kommen wir mal zum anderen Thema. Und zwar habt ihr bestimmt auch in der Zeitung gelesen, Aachener Zeitung. Da wurde es ja auch Mitte der Woche beschrieben, der Sportpark Sörs erfährt ja, eine Ertüchtigung, der soll ja erweitert werden. Ist ja schon jahrelang im Gespräch, aber jetzt ist ein Fördertopf zur Verfügung gestellt worden, der insgesamt 110 Millionen Euro schwer ist. Und von diesen 110 Millionen Euro fließen doch tatsächlich dann 40 Millionen Euro nach Aachen, um sie dann in folgende Projekte aufgehen zu lassen. Diese 110 Millionen Euro, nochmal zur kurzen Erklärung, dienen natürlich zur Sportförderung im Rheinischen Revier, quasi als Entschädigung für das, was
hier kaputt gemacht worden ist durch den Braunkohletagebau. Und dass die Leute halt eben damit entschädigt werden. Und da fließt ein Großteil des Geldes, fließt dann in den Hockeypark von Borussia Mönchengladbach, in den Wildwasserpark in Dormagen und natürlich in den Sportpark Sörs. Warum das Ganze? Das Rheinische Revier soll attraktiver gemacht werden mittels dieser Sportförderung. Nicht nur für den Breitensport, auch für andere Sportarten und natürlich auch für die ganzen Hobbysportler. Und natürlich auch soll der Anziehungspunkt hier in der Region natürlich dann massiv verstärkt werden. Wie erwähnt, 40 Millionen sind allein für den Sportpark Sörs vorgesehen. Wobei diese 40 Millionen schon quasi wieder ausgegeben worden sind, denn mit diesen 40 Millionen sollen 2 Sporthallen gebaut werden. Das wissen wir auch, dass jahrelang die Diskussion, dass hier eine Mehrzweckhalle dringend benötigt wird für Großveranstaltungen, für Konzerte und natürlich auch für die Ladies in Black. Die Volleyballerinnen, die ja jahrelang mit Ausnahmegenehmigungen spielen und auch die sollen wieder zurückkommen und auch der PTSV soll davon partizipieren. Und für den Breitensport soll natürlich die Alemannia dran partizipieren, dass man natürlich davon ausgeht, dass das Areal hinten, hinterm Tivoli vom Eisenbahner Sportverein, dass den Alemannia bekommen kann, dass man dort die Trainingsplätze erweitern kann, dass man dort Plätze anlegen kann für die Alemannia-Jugend, für die Frauenfußballabteilung, dass sie alle wieder hier zurückkommen können am heimischen Tivoli und nicht mehr verstreut in der Aachener Region unterwegs sein müssen. Und dafür ist das ganze Geld gedacht. Da muss man mal schauen, was davon realisiert wird. Und auch der ganze Sportpark Sörs soll ja dann auch wirklich dann auch allen geöffnet werden. Wie gut das dann umgesetzt ist, wie gut das dann nachher aussehen wird und ob da wirklich jeder Hinz und Kunst nachher dort diese Stätten nutzen kann, das bleibt mal abzuwarten. Jedenfalls eine gute Sache und da wird es dann wohl auch bald losgehen. Neben dieser Mehrzweckhalle soll natürlich auch eine neue Reitsporthalle gebaut werden für die Weltretterspiele 2026. Da soll dann die in die Jahre gekommene Albert-Wahle-Halle abgerissen werden und da soll dann eine neue futuristisches Stadion dort entstehen, eine Halle. Da gab es auch in der Aachener Zeitung ein Bild zu, zeige ich euch mal hier gerade. Und da kann man sehen, dass natürlich das Geld dann nicht endlich ist und dann davon abwarten, was denn alles in den gesamten Sportpark Sörs nachher drin investiert wird und wie es am Ende aussehen wird. Hier auf dieser kleinen Grafik möchte ich das mal gerne mal zeigen. Da sind wir nochmal gespannt, was dann am Ende dabei rauskommen wird. Rausgekommen ist auch ein Hammer gestern Abend. Da hat nämlich der 1. FC Kalmaria Born, der Neuaufsteiger aus der Wiener Liga West, getan, dass er sich am Ende der Saison zurückziehen wird. Und zwar deshalb, weil natürlich die neuen Anforderungen des Westdeutschen Fußballverbandes an die Sportstätten enorm gestiegen ist. Und das kann der 1. FC Kalmaria Born nicht umsetzen, wenn man das Stadion gesehen hat von ihnen. Es ist halt eben nicht Regionalliga-tauglich. Und die bösen Zungen behaupten ja, da ist immer in Beine statt in Steine investiert worden. Und das ist wahrscheinlich dann auch so. Aber die Anforderungen des Verbandes sind jetzt hochgesetzt worden für die kommende Spielzeit. Und das schafft der 1. FC Kalmaria Born dann nicht. Das Stadion so in einem Format tauglich zu machen, dass es diesen Ansprüchen genügt. Da muss man nochmal klarstellen, die Regionalliga West ist ja seit 2 Jahren zu Corona-Zeiten zur Profiliga erklärt worden. Nämlich nur dadurch konnte die Regionalliga West weiterspielen, als einzige der Regionalligen und der Amateurligen, die drunter sind. Und hat auch Geld bekommen, Fördergeld, damit sie überhaupt sportlich überleben konnten. Das hat auch der Westdeutsche Fußballverband jetzt in seinen Statuten eingemeißelt, dass die Regionalliga West eine Profiliga ist. Und die Profiliga hat halt eben ihre Anforderungen und die Anforderungen sind jetzt in den Anforderungen an das Stadion, an die Infrastruktur gemacht worden und das müssen nun alle Vereine umsetzen. Der 1. FC Bocholt und auch der 1. FC Düren, das wissen wir selber, haben da enormen Nachholbedarf und zumindest der 1. FC Bocholt ist schon fleißig dabei, die ersten Sachen anzugehen. Das heißt, im Gästebereich wurde schon Stufen angelegt, die befestigt sind. Und auch der 1. FC Düren wird sich da was einfallen lassen müssen, wie er seine Infrastruktur da auf die Füße bekommt. Viel Zeit ist nicht, wird wahrscheinlich auch noch andere Vereine betreffen, je nachdem. Aber man sieht, das erste Opfer ist dann bereits schon gefordert durch den 1. FC Kalmaria Born. Tut mir persönlich ein bisschen leid, ich habe die Marienborner gerne gesehen. Ich fand das klasse, was sie als Aufsteiger gezeigt haben in der Regionalliga. Sie stehen nicht umsonst, auch vor uns. Und da kann man mal sehen, dass man auch in einem relativ kleinen Etat
doch Großes bewirken kann, wenn es dann halt eben in der Mannschaft und drumherum alles stimmt. Das wird jetzt auseinandergerissen und der Verein will zukünftig nur noch in der Kreisliga Klasse C antreten. Was ein bisschen schade ist, denn von Kreisliga C, glaube ich, den Weg zurück in die Regionalliga, wie viele Jahre auch immer, das wird sehr, sehr lange dauern. Das brachte natürlich dann auch die potenziellen Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen und Oberliga Mittelrhein auf den Plan, dass man natürlich schauen musste, wie steht es denn um diesen Verein. Und zumindest ehemalige Vereine, die schon mal in der Regionalliga gespielt haben, wie der FC Wickberg Beek, wie die Spielvereinigung Wellbert und auch Westfalia Rheinon, alles Vereine, die schon mal in der Regionalliga gespielt haben. Das heißt, deren Sportstätten sind ausgelegt für die Regionalliga. Zumindest ist es mit wenig Aufwand möglich, das Stadion fit zu machen und die Infrastruktur. Da hat aber der TuS Bövinghausen, der potenzielle Neuaufsteiger aus der Regionalliga, aus der Oberliga Westfalen, natürlich das Problem, dass auch er kein regionalliga-taugliches Stadion vorweisen kann. Sie wollen ja ein neues bauen, da steckt ja auch ein großer Geldgeber hinter. Aber jetzt war man gezwungen, sich eine Alternative zu suchen. Und da hat man lange Wochen gesucht. Bis zuletzt hat man ja einen Aufruf im Reviersport gemacht, dass man um Hilfe gebeten hat. Egal welches Stadion, egal wie weit es weg ist, Hauptsache man findet ein Stadion, wo man dann spielen kann. Das haben sie nun in Hagen anscheinend gefunden. Das Hagener Stadion ist ausgelegt für maximal 17.000 Zuschauer. Für die Regionalliga können um die 10.000 Zuschauer fassen. Ja, nach den neuesten Brandschutzverordnungen um die 5.000. Jedenfalls ist es da auch möglich, das Stadion so weit infrastrukturmäßig in den Zustand zu versetzen, dass es den Regionalliga-Ansprüchen genügt. Und da ist der TuS Bövinghausen natürlich dabei. Ob sie aufsteigen, hängt natürlich davon ab, ob sie ihre Leistung weiterhin halten können. Momentan sind sie ein bisschen so, Abflug. Aber immer noch Tabellenzweiter. SC Preußen Münster 2 ist da Tabellenführer in der Oberliga Westfalen. Und dahinter, hinter Bövinghausen, ist dann der SC Paderborn 2. Das heißt, zwei Zweitvertretungen würden dann kommen. Das heißt, Preußen Münster geht in die dritte Liga. Und dafür kommt dann Preußen Münster wieder durch die Hintertür als zweite Mannschaft zu unserer Regionalliga rein. Weiß ich nicht, was besser ist, einer von den beiden Mannschaften oder der TuS Bövinghausen. Mit Kevin Großkreuz, der da noch spielt, wer kennt ihn nicht, und potenten Geldgeber. Das heißt, die werden dann sicherlich auch nicht um den Klassenerhalt kämpfen wollen. Alle müssen sich jetzt diesem unterordnen, alle müssen schauen, dass sie ihr Stadion soweit fit bekommen. Und den ersten hat es ja, wie gerade erwähnt, erwischt. Der erste FC Kalmarien-Born wird sich am Ende der Regionalliga-Saison zurückziehen. Das heißt, für den Abstieg ist natürlich klar, dass dann einer Glück haben wird, der absteigen würde, der dann dank dessen wahrscheinlich drin bleiben würde. Wie am Anfang erwähnt, ist ja am Wochenende spielfrei. Unsere Alemannia spielt ja erst kommendes Wochenende bei Borussia Mönchengladbach 2 bei den kleinen Fohlen. Aber bis dahin ist noch lange Zeit und wer diese fußballlose Zeit gar nicht aushalten kann, der hat dann drei Möglichkeiten, und zwar am Samstag spielt auf dem Parkhausdeck auf dem Kunstrasenplatz unsere U16-Mannschaft, die Alemannia, gegen JSG Erft 01. Das heißt ein Topspiel, Erster gegen Zweiter, Alemannia Erster, Erft Zweiter. Das kann man sich angucken gehen, wenn man möchte, oder halt man geht parallel das Leo-Vermehren-Stadion am Hasselholzweg und schaut sich doch die U17-Damen-Juniorenmannschaft an, denn die spielen gegen Fortuna Köln, das ist auch ein kleines Topspiel. Alemannia Junioren U17 hat erst 2 Spiele absolviert, die Fortuna hat bereits schon 5 Spiele absolviert, das heißt mit einem Sieg könnten sie schon mit nach oben ranrücken. Und zu guter Letzt, Sonntag spielt dann unsere erste Frauenmannschaft im Aachener Tivoli. Und zwar im Topspiel Tabellenerster, unsere Alemannia, gegen den Tabellendritten. Oder wünscht sich die Frauenmannschaft natürlich, dass sehr viele kommen werden und sie zu besuchen. Letzte Woche war ich ja beim Spiel SV Waldenrath Streten gegen unsere Alemannia Frauen. Habe ja da auch ein kleines Videofilmchen gemacht davon. Und da konnte ich mich schon überzeugen, dass sie einen sehr guten, schönen Fußball spielen. Und die wären natürlich froh, wenn auch am Sonntag tatkräftige Unterstützung dabei wäre. Und da wir ja nichts mehr zu tun haben, könnte man da ja eigentlich hingehen. Zumal der Eintritt, glaube ich, kostenfrei ist sogar. Ganz zum Schluss noch ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns nächste Saison erwarten wird in Sachen Dauerkarte. Denn Marcel Moberts hat gestern in seinem Facebook-Account Kassenzettel gepostet, Tierhandlung Lob. Und der Kassenzettel, wenn man genau drauf guckte, stand da unten, Alemannia-Dauerkarte, Rabatt 5%. Das heißt, jemand hat da Tiernahrung gekauft und hat dann auf diese gesamte Rechnung 5% Rabatt bekommen durch das Vorzeigen der Alemannia Dauerkarte. Und das ist das, was wir auch nächstes Jahr dann mit der Dauerkarte
erleben sollen. Das heißt, in verschiedenen Geschäften werden wir Rabatte kriegen mit dieser Dauerkarte. Und wenn es günstig läuft für einen, hat man vielleicht innerhalb eines Jahres den Einsatz der Dauerkarte vielleicht schnell wieder raus, sodass es am Ende eine Win-Win-Situation für beide geben wird. Für den Dauerkartenbesitzer und auch für die Alemannia und natürlich auch für die Geschäfte, wo die Leute, die Alemannia-Fans, quasi einkaufen gehen. Man sieht, es tut sich sehr viel rund um Tivoli. Nächste Woche sind wir gespannt, welcher Spieler neu vorgestellt wird. Ist es Sasa Strujic, der dann auch unterschreiben wird? Ist es eine neue Vertragsverlängerung? Wir werden es sehen. Die Woche bleibt spannend. Die jetzige Woche war pickepacke voll, wie Arndt Zeigler immer so schön sagt. Und wir sind gespannt, was dann nächste Woche auf uns zukommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Entschuldigt meine angeschlagene Stimme. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Wir sehen uns wieder. Vielleicht sogar am Sonntag. Schauen wir mal. Samstag. Weiß ich nicht. Wenn es schiffen sollte wie Sau, was ja angekündigt ist, werde ich das wahrscheinlich nicht tun, denn sonst lege ich wahrscheinlich die ganze Woche flach. Aber Sonntag unter Dach, glaube ich, das kann ich mir dann vielleicht antun, wenn es mir besser geht. In diesem Sinne, ciao, Adirda, Torzins, macht es gut, sagt euer Kartoffelkäfer Dirk. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und den Kanal abonnierst, sofern du es nicht schon ohnehin getan hast. Des Weiteren würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen würdet. Dazu habt ihr drei Optionen. Unter meinen Videos findet ihr drei Möglichkeiten, wie ihr diesen Kanal und auch dann mich unterstützen könnt. Ich habe eine Amazon-Sponsorenliste erstellt, wo Sachen drinstehen, die mir bei meiner täglichen Arbeit hier für diesen Kanal mich prima unterstützen würden. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit auch mir via PayPal einen Geldbetrag zukommen zu lassen, wenn ihr sagt, der Kartoffelkäfer soll sich selber was aussuchen. Und die dritte Möglichkeit ist, das ist dieser Super Thanks Button, der ist jetzt auch neu bei YouTube und auch dort könnt ihr mir einen Geldbetrag zukommen lassen. Frei wählbar von 1 bis 500 Euro, was natürlich ein bisschen übertrieben ist. Ihr könnt da frei wählen, was ihr mir zukommen lassen mögt. Allerdings kann man das doch nur via Kreditkarte machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tun würdet, denn es hilft mir und meinem Kanal weiter zu wachsen und auch die Qualität sukzessive weiter zu verbessern. Alle, die bisher mir schon etwas haben zukommen lassen und mir auch Sachen gespendet haben, sage ich natürlich danke, danke, danke. Ich bin tief berührt und freue mich über jeden Euro. In diesem Sinne, vielen Dank, macht es gut, ciao, sagt der Kartoffelkäfer Dirk.